Herzlich willkommen zur nächsten Lego Marvel Super Heroes Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin so Ivo. Ich bin Ritalin. Und es geht weiter mit dem Schwachsinn. Yay, wir haben irgendwie hier so ein paar Schalter angemacht. Jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Ich habe ja eigentlich gesagt gehabt, ich bin zu alt für Horrorspiele. Ja. Aber ich spiele den Scheiß hier. Da müssen alle da rein. Ich verstehe. Irgendwie nett, aber. Das ist schrecklicher als jedes Horrorspiel. Wenn man mich fragt. Bis auf Dings. Dieses Dead Island. Das fandst du noch schlimmer. Das ist scheißiger als. Ich hätte Dead Island 10-mal lieber gespielt als das hier. Ich würde das hier noch lieber kurz spielen. Kurz mal speichern. So, hier haben wir das. Ja, ist ja gut, ich zieh schon. Gut, dass du halt schon mal sterben gehst. Ja, ich hab gedacht, das ist ganz praktisch. Ja, guck mal. Ihm dürft ihr ja gar keine Probleme machen. Ja, du musst mit dem anderen Deppen darum. Okay. Warum sollte da wir das musst wollen? Du irgendwas machen, denke ich. Da geradeaus. Hier. Oder nicht? Da hinten blinkt doch was. Er meint, das ist für Spider-Depp. Ne, das ist für Fantastic wahrscheinlich. Oh, das war ganz schön schnell. Ich weiß nicht. Komm, ich weiß nicht, wie man da hinkommen sollte. Ach, das so. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich Glibber ablassen oder sowas. Keine Ahnung. Ah, das ist Stan Lee, Quatsch. Mach's kaputt. Das muss zusammenbauen oder so. Ja, aber irgendwie geht das nicht. Warum denn? Hä? Nur Charaktere mit der kosmischen Kraft können Objekte aus kosmischen Lego steigen. Ach. Da muss man hier wohl doch irgendwie weiter können. Okay. Was ist jetzt hier los? Ich hab keine Ahnung. Hulk-Scheiß. Ja, du bist Hulk. Dann mach mal. Ich hab Mr. Fantastic aufgegeben. Ja. Kann alleine probieren herzukommen. Okay. Lass mal die Deppis hier kaputt schnetzle. Wenn man das hier kaputt machen muss, oder was? Hulk Smash! Was, wo soll ich hier? Hier geht's noch hoch, okay. Irgendwie. Ja, ist ja toll. Siehst auch, dass da was ist. So rüberklettern. Ja, das sehe ich auch. Gut. Welt. Warum gehst du da nicht runter, Dude? Jetzt. Ach ja, Schwachsinnsviech. So. Das kannst du hier wahrscheinlich auch rum. Hoffentlich. Ein Kernreaktor. In der zweiten Klasse habe ich mal einen kleinen für ein Wissenschaftsprojekt gemacht. Weißt du jetzt Bescheid? Ja. War aber nur ein kleiner. Vor allen Dingen ist er ungeschützt und alles, ey. Oh, was ist das denn für ein Witz? Du wandelst du nicht zurück? Du weißt ja, wie man sich aufregt. Druck halten. Ich hab schon gedacht, das ist nicht sauer genug. Da brauchen wir eh den Mr. Fantastic. Das Problem ist, Mr. Fantastic hängt da hinten noch fest, weil er doof ist. Aha. Ich hasse dich, Mr. Fantastic. Hättest du halt mal nicht aufgegeben. Das erkennst du auch, dass das Spiel scheiße ist. Komm hier, ich mach hier toller Tantenkack. Nur nett schwingende Charaktere, also ist Mr. Fantastic ein nett schwingender Charakter. Lustig ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich hier wieder rausgemacht habe.
Scheiß doch drauf, scheiß doch drauf. Ja, eigentlich sollte dem Gummimenschen noch mal gar nichts von Elektrokraft passieren, oder? Mann. Was segelst du denn da runter? Du als Kacke ist das Spiel. Wollen wir ja vom Anfang. Spiel scheiße. Ich krieg hier eine Krankheit, die nennt sich Krätze. Oh Mann. Ja, machst es auch, du Arschloch! Irgendwie nicht. Oh Mann. Toll, und jetzt? Wofür ist es jetzt gut? Wofür war das jetzt gut? Oh. Geh halt rein! Wenn du zu dumm bist, da reinzugehen, kannst du auch nichts für. Wenn zu blöd ist, Mann. Was macht sie denn da jetzt? Dumm gucke. Godzilla oder King Kong? Oh Gott, du Fressenkopf. Oh Mann. Was ein Schwachsinn. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier. Wie wär's mit einer Führung? Toll! Ja. Super. Wolverine Arsch angucken. Was denn für ein Angriff? Hä? Ist das hier jetzt in der Statue drin oder was? Warum sieht das. Warum ist halt wie ein Loch? Ach so, ich bin Mr. Fantastic. Ja. Danke, dass du mich hier brutzeln willst, du Toller. Und Hulk macht auch nur Scheiße, ey. Okay. Oh okay. Gott, super lustig. Muss jetzt hochfahren. Oh, diese Witze hier. Ich hasse dich, Mr. Fantastic. Du bist ein Doofkopf, den keiner leiden kann. Nicht mal deine eigene Tunte. Mhm. Ja, rein mit dir. Zeig mal, was du kannst. Außer nix. Nicht mal, dass man was bauen müsste, oder was? Oder doch, oder wie? Offensichtlich musst du was bauen. Du kannst es rausziehen. Man kann nicht drüber. Yay! Ja, dann gehst du auch mal rüber. Ich hab da irgendwie festgehauen. Ja? Yay, Hulk-Scheiße. Hulk, Smash! Vor allen Dingen Kulturdenkmal und so. Jetzt kommen wir einfach mal alles auseinander. Logisch. Scheiß drauf. Würde ich auch machen. Vor allen Dingen hat die eben noch super gut ausgesehen, ne? Total normal und alles. Und jetzt hat sie überall Löcher und ist total im Eimer kaputt. Ja. Ob das damit durch erklärt worden ist, dass am Anfang einer gesagt hat, beginnen wir mit dem Angriff? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Töte die lieber mal. Soll ich die jetzt machen? Ich sehe ja gar nichts. Was hat er gesagt? Willst du mich verarschen? Kann Hulk da vielleicht durchlatschen? Oh, so nett. Du, ich wollte eigentlich nicht hier runter. Och nee. Haben wir eigentlich gespeichert noch? Nee, ne? Machen wir einfach mal. Ich bin auch nochmal zurückgeflogen. Ja. Ja, unscheiß, bin wirklich. Toll, unfreiwillig. Ja, irgendwo schon. Ich sehe schon nicht mal mehr, wo ich da hin muss, für die Kacke. Dieses tolle Spiel. Guck mal, wie der kann erzählen. Oh. Hier geht's zusammenbauen, ich hab's Kohle. Was denn jetzt? Oh Gott, was ein Dreck. Oh, wie schlecht. Mehr als schlecht. Ach, und jetzt auch magischerweise ist das Feuer aus. Oh. Ja, logisch. Oh Mann. Was braucht man wohl Green oder Dings? Wahrscheinlich Wolverine nehme ich mal an. Ein Kack des Spieles, ey. Nein. Den hier. Oh Mann. Horror pur. Oh, hier das musst ist, du wieder rein. Das ist so gut, dass
mir die Worte fehlen. Also wenn ich hier am Ende deine Kritik loswerden muss. Freut euch drauf. Aber. Kannst du sagen, es ist gut. Für die schnellste, für die schnellste Kritik aller Zeiten. Wenn ich überhaupt was sagen werde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Stehe ich hier vorne. Ja, hast du gedacht, ne? Ja. Falsch gedacht. Leider. Hätte man die Musik ist gut, die Scheiße. Ist er. Ja, du musst hier in den Aufzug dann wieder mal. So gut, wie du es trotzdem immer probierst. Ja und? Lass mich doch. Weil die, warum muss Hulk da in den Aufzug? Warum kann er sich nicht einfach zurückverwandeln? Mach jetzt. Vielleicht bist du blöd, das Ding da runterzuholen. Weil ich gerade drüber philosophiert habe, dass Hulk blöd ist. Ja und? Der Dr. Banner. Vielleicht kann er sich ja, normalerweise kann er sich ja nicht rumverwandeln, wie er lustig ist. Hier geht's aber. Ja und? Der ist scheiße, ich hasse ihn. Was wird denn das? Weißt du? Ich kann da nicht drüber, denke ich. Ist doch Hulk. Ich brauch den anderen. Boah, du lieber, oder was? Mach's mal. Kurz gewechselt. Ja, meine Kamera und Alter, wenn du mich jetzt da hättest runtergekickt, ne, hättest du da wieder hochlaufen kann. Scheiße, wenn das klar ist. Na klar. Hätte dann unten dann gewechselt. Oh, warte, ich werde eine Teekanne. Ja. Mal rein. Nein, Feuerwehr. Oh, haben. Was ein Scheißdreck das doch ist, ey, Scheißspiel. Offensichtlich. Jetzt kann Hulk das kaputt machen. Yay. Langsam wird's blöd. Zumindest ist es mittlerweile so blöd, dass wir wissen, was wir machen müssen. Immerhin. Dass wir ohne größere Denkzwischenfälle irgendwie durchkommen. Denkzwischenfälle vor allem. Ja. Jetzt müssen wir sonst nennen. Hier muss Wolverine was machen. Aber ich bin Wolverine. Noch besser. Ich hab eigentlich gedacht, ich bin der Dings. Halt, ne? Ja. Mir schon klar. Okay, was ist jetzt los? Okay. Jetzt müssen wir das Ding wieder rausbekommen, oder was? Wahrscheinlich. Ja, das geht. Ach, das von alleine. Ja, okay, gut. Hulk, ich kann gehen hoch. Hulk, dick. Okay. Seid gegrüßt. Oh Gott. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Was ist das? Ja. Na super. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Mastermind lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Was ist ein Wolverine auf? Ja? Ja, da oben AP oder nicht? Ja, vielleicht soll man so nicht. Ich denke schon. Dann haben wir ihn halt. Machst du mal was, Wolverine? Mach doch schon. Ja, und jetzt? Das weiß er nicht. Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Oh Mann. Oh, jetzt übernimmt er über jeden die Kontrolle, ja, oder was? Das sind dann 3 HP. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Ja, logisch. Jawohl, kämpfe Richard, kämpfe. Ich bin gefangen, Mann. Mach was. Ach, ich bin halt. Ja, du Vogel. Du musst doch drücken. Schneid dich auf. Hat mein Gehirn gestaltet?
Was hat er? Ich weiß, irgendwas mit Gehirn gestaucht oder so. Gehirn gestaucht? Irgendwie ist er der schlechteste von allen bis jetzt. Die sind alle scheiße, falls es mir aufgefallen ist. Ich habe noch keinen einzigen guten Bossfight hier gesehen. Der ist aber noch schlechter als alle anderen. Warum kämpfen wir denn gegen Flugzeugkapitäne? Kann mir das mal erklären? Ich hab da auch keine Ahnung. Warum können wir den nicht töten, ist eher die Frage. Oder sind es Admiräle? Zeig! Ich weiß ja, warum können wir den nicht damagen? Jetzt können wir ihn damagen. Achso. Der sich abgeregt hat. Aber auf die Fresse hier, den blöden Depp. Das ist mal wieder böse. Hulk ist natürlich der krasseste Encounter hier. Mhm. Ja, logisch, Mann. Deswegen kommt er als letztes. Weißt du, was das Problem von den Marvel-Kram ist? Dass früher gab es immer Kindersendungen hier in Deutschland und so. Oder für junge Erwachsene. Und heutzutage gibt es nur noch die Filme irgendwie. Aber so wirklich gute Serien gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich würde mir die aber auch trotzdem nicht angucken. Vermutlich. Ja, okay, früher hast du keine Wahl gehabt. Ja, gab es keine Animes so richtig hier und nix. Gab's denn die Cartoon-Dinger? Ja. Aber dafür gab es Samurai Pizza Cats und so. Das, nee, warte, das ist ein Anime. Müssen wir jetzt selber hauen oder was geht hier ab? Haben wir jetzt besiegt oder wie? Ich weiß es doch nicht. Versuch mal länger gedrückt zu halten, Vogel, damit wir den ausschalten können. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt interessiert's keinen mehr. Ja. Ach so. Ich verstehe. Ins Weltall. Wahrscheinlich. Es ist vollbracht. Ich bin so frei. Yeah, Trophy! Yeah! Mir ist schon klar, dass wir stundenlang spielen müssen, bis alle hier freigeschaltet sind. Ein Scheiß. Kannst alleine spielen. True Believer. Damit nichts zu tun. Mich Sven Lee gerettet hat. Du schon wieder. Was ist nun aus diesem Land geworden? Captain Rogers, ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Lady Liberty geborgen und wieder zusammengesetzt wird. Ihren Wort. Wenn Magneto hier seine Hände mit dem Spiel hat, gehe ich jede Wette ein. Er will mit dem Kernasteroid M wieder in Betrieb nehmen. Doom muss an irgendeiner weltraumgestützten Waffe basteln und er braucht den Transport. Bereit, Captain? Bereit, Sir. Das war mit das erste Lustige, finde ich. Okay. Die Frage ist, wie lange geht's noch? Die Frage ist, wie die Kekse da rausholen. Das ist ja egal. Wo kann man hier speichern? Puh. Keine Ahnung, schön ist gar nicht. Ja. Ich bin so frei. Was? Wer das nicht speichern ist, ne? Das ist nicht speichern, das ist irgendwas anderes. Halt die Fresse. Fahrzeuge, Alter. Da hinten. Sehe ich auch noch irgendwas. Das war auch nicht speichern. Was macht ihr denn mit mir? Ich glaube, das hat doch gespeichert wegen den Dings, oder? Wegen der Trophy. Also wenn das nicht nach dem Level speichert, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube da nicht so dran. Ich glaube, hier war nämlich sonst immer irgendwo ein Speicherpunkt. Ich glaube das nicht. Ist das eine Quest oder was? Ich mach nichts. Ich wollte sicherlich keine wichtigen Dokumente in diesen Turbinen schreddern. Ach so. Und ich würde dich bestimmt nicht bitten, das eine super wichtige Dokument zu finden, das ich irgendwo auf dem Helicarrier-Deck verloren habe. Aha. Du hast keine Beweise. Okay. Gibt nichts zu speichern, ne? Nee. Dann würde ich sagen, machen wir einen Versuchen-Cut, oder? Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.